So, wir tanzen für euch in den Mai. Nein, herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der Division dabei seid. Und das hören wir uns an. Ich habe eine bestätigte Sichtung von Bliss auf dem Gelände der UNO. Er hockt im Gebäude der Vollversammlung, schwer befestigt und mit einem Wall dieser verfluchten Geschütze. Ach, und er hat auch einen Heli in der Luft. Aber Sie können Benitez immerhin sagen, dass er hier ist. Verstanden. Ich gebe es weiter. Ja. Charles Bliss ist da in dem UNO-Hauptgebäude der Generalversammlung. Wenn das nicht mal Ironie pur ist. Und ja, die Mission ist jetzt wirklich storytechnisch, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und dementsprechend schauen wir uns die natürlich an. Und ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen gut spiele. Level 28, das sind wir gerade, also das ist gerade so passend. Viel jünger dürfte man nicht sein. Ein neuer Agent hat sich ihrem Team angeschlossen. Da seht ihr, die anderen sind 30. Connecten hier langsam alle. Und dann geht's auch hoffentlich bald los. Natürlich warten wir ab, bis alle da sind. Weil ich bin hier der Kleinste, das sollen ruhig die anderen machen. Ich muss mal meine IP-Phonie deaktivieren, weil die Jungs hören mich sonst immer. Das ist für die jetzt auch nicht so der Burner. So, jetzt sind die stumm. Ich bin's auch für die und von dem her fehlt noch einer und dann können wir schon starten. Der King, der fehlt noch. Der ist offline. Ist die Frage, soll ich warten oder soll ich ihn kicken? Ja, wir laufen jetzt einfach mal rein. Wenn wir uns die UNO von diesen LMB-Typen zurückholen wollen, dann ist es ihre erste Priorität, an den Geschützen vorbei. Ja, die Geschütze sind hartnervig. Die Leute lenken die Wachen ab, vor allem indem sie auf sie schießen. Das sollte ihnen die Zeit verschaffen, sich mit Sprengladungen Zutritt zu verschaffen. Super. Können wir, Soldat? Sarge, ich bin bereit. Ich habe gehört, die Russen sind richtig happy mit ihnen. Alle sind bereit und warten. Sie müssen nur noch das Stichwort geben. Sichern Sie das Südtor, dann beginnen wir mit dem Angriff. So, da ist unglaublich viel schon geboten. Feinde nähern sich ihrer Position. Wow, krass. Alter, Schaden ist schon besonders übel. Aber wir wären nicht wir, wenn wir da nicht zurückschießen könnten. Oh, oh, oh. Ja, das ging schon mal gründlich nach hinten los. Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ja, also wir haben gesehen, das Ding ist mal nicht so nebenbei am Laufen. Aber das hilft nichts, wir sind alle tot, also kann man auch hier halten, um aufzugeben. Okay, ich sehe... Da ist Potenzial da, dass es schwierig wird. War natürlich jetzt auch doof da mit dem anderen und der eine hat natürlich auch Bombenschaden dahin gemacht. Sie müssen nur noch das Stichwort geben. Sichern Sie das Südtor, dann beginnen wir mit dem Angriff. Also, auf ein neues. Diesmal aber jetzt ein bisschen... Bisschen besser, würde ich jetzt mal sagen.
Die hauen da aber auch immer alles drauf, was da geht, da oben rein. Ist auch unangenehm. So, weg mit dir. Ich habe die Anzeige, fehlt mir gerade. Aber Schaden mache ich. Das sieht man ja. Ist ja lustig. Naja, geht's halt ohne Anzeige. So. Ja, okay, wir warten, bis die JDF die Tore sprengt. Okay, geht wohl nicht kaputt. Aber das kann man doch irgendwie einstellen, diese Anzeige. Benutzeroberfläche. In der Nähe gibt es einen Tunnelzugang zum UN-Gebäude. Wenn Sie in den Tunneln sind, liegt der Durchbruch etwa 180 Meter nördlich. Anzeige. Verlassen Sie das JTF-Team und los. So. Vielleicht ist es ja jetzt wieder da. Keine Ahnung, sehr kurios. Ich glaube, ich kicke jetzt den einen mal. Ich habe so das Gefühl, das macht es irgendwie schwieriger. Ob es es täuscht, weiß ich natürlich nicht. Durchaus möglich. Aber lieber habe ich hier die 230er am Start. Ja, kommt da noch einer? Scheinbar nicht. Toll, jetzt muss ich hier von meinem Ding da weg. Das war ja gar nicht gewollt. So, weiter vor. Wenn du dich so neben mich stellst. Jetzt haben wir auch wieder den Schaden, der angezeigt wird. Eigentlich jetzt natürlich für einen Shooter eher unschön in Anführungszeichen, aber wenn man sich so einmal dran gewöhnt und weiß, was macht man in etwas, was passiert da, dann ist es, da fehlt es einem dann direkt. Und jetzt seht ihr, jetzt geht es schon gefühlt auch mit uns und den Jungs hier deutlich flüssiger. Spruchstelle erreicht. Legen Sie Sprengsätze. Den Sprengsatz, den lege ich. Der lass ich mich ja nicht zweimal fragen, bitten. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Schön, jetzt haben wir sie flankiert hier von der Seite. So wie festgesetzt, wie der jetzt war. Da drüben war ein blauer Loot. Den sehe ich überall. Der kommt mir dann nicht so einfach aus. Wie soll es auch anders sein, gell?
Na, na, na. Komm raus, egal wo du bist. Habe ich dich festgesetzt. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Hilft immer, gutes Ding. Nicht mehr zu viel Rauch. Jetzt laden sie dann nach. Also man sieht schon, aber die versteifen sich da gerade sehr auf mich. Und auch wenn es lange dauert, aber so, wow, 89.000 Crit. Langsam aber sicher gehen sie alle down. Hier ist keine Kiste. Kann man ja mal reingucken, vielleicht gibt es ja da was. Oh, da gibt es auch Munition. Die wird auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin gespannt, ob die Folge hier reicht. So, ich hoffe, dass da die Jungs irgendwie so rüberkommen, aber das macht der schon ganz gut, sehe ich schon. Wo sind sie? Der Hack ist. Boah. Von wo ist die Frage? Da hinten. Komm schon raus. Ja, ja. Aim nur auf mich, gell? Das hättest du wohl gern, mich da so wegzuholen. Aber nicht mit mir. Ein guter, du aber nicht. So, wir müssen uns mal peu à peu vorarbeiten und das macht der Delta das schon ganz gut. Boah. Diese Geschütze sind wirklich ekelhaft.
Kümmern Sie sich nicht um den Hof. Den kann die JTF halten. Gehen Sie zum die UNO angreifen. Bliss ist Ihr Ziel. Bringen Sie ihn zur Strecke. Wenn das nicht mal eine Aufgabe ist, wir greifen die UNO an. Ich dachte, hier wäre der Ding, aber nee. Da müssen wir da rein. Unglaublich, wir müssen die UNO angreifen. Hätte ich auch nicht erwartet, dass ich das mal in meiner Computerspielkarriere irgendwann mal mache. Aber so sei es. Da ist eine fette Kiste. Ersthelfermaske. Bliss ist ihr Primärziel. Aber wir glauben, dass China und der Russe ebenfalls im Gebäude sind. Ich habe Trupps der JTF mit der Suche beauftragt. Aber wenn sie sehen, zögern sie nicht. Ja, schaut hier wieder mal sehr sympathisch aus. Die UNO hatte ich mir irgendwie freundlicher vorgestellt. Ist klar, mein Freund und Kupferstecher. Ein Schuss. Ich bin Gott froh, dass ich nicht auf pure Damage gegangen bin bei dem Charakter. Hörst auf, mich jetzt immer anzuziehen. Komm hoch. Dein Köpfchen. So. Nach China suchen. China ist übrigens so, wie ich auch zu China oder China sage. Ich glaube, das ist so ein bayerisches Phänomen. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ein Echo? Boah, hier ging es auch wieder mal ordentlich rund, du. LMB sind erledigt. Ich bringe unseren Immunologen hier raus. Greift das Division-Personal vor Ort an und stört ihre taktischen Geräte. Wir treffen uns später. Okay, also ihr seht, Bliss war nicht mehr. Ja. Gut. Hat sich das mit Bliss erledigt? Sie sich anhören. Bliss hat eben die Funkstille gebrochen. Wir sind oder? Dabei, ihn zu orten. Ich schalte um. Verlogene Hurensohn, Aaron Keener, hat uns das Messer in den Rücken gejagt. Alle, die nicht an der Mauer sind, müssen den Verräter und seinen russischen Spezi jagen. Die dürfen das Gelände nicht lebend verlassen. Verstanden? Okay, so ist der Plot also. Die JTF ist im Gebäude. Ihr Heli ist startklar. Wir müssen das Gelände umgehend verlassen. Gut, ich komme rauf. Wir haben ihn. Er ist im Versammlungssaal. Also los. So, ich mache euch alle weg. Kenn ich gar nichts. Komm schon, Raptor. Komm schon. Und ihr seht, der bekommt auch schon wieder mächtig eingeheizt. Schön nachladen. Warnung. So. Feinde nähern sich ihrer Position. So, kommen da noch welche? Oder waren es die einzigen Feinde? Na, scheinbar. Oh Gott, ich will da runter. Ja, ja, ein bisschen. So, jetzt wird er erstmal gelootet. Was hat denn der da? Hybridmaske. Okay, alles klar. Sir, wir haben einen Heli über dem Hauptgebäude erfasst. Naja, das war zu erwarten. Scheiße, wer
Vergiffer! Angel, Blitz geht uns durch die Lappen, aber sein Stab ist noch in der Vollversammlung. Naja, klar, dass Blitz natürlich abhaut. War zu erwarten, dass der hier, dass das nicht die Endmission wird. Also von dem her müssen wir aber die Generalversammlung mal erreichen. Ist ja auch ein schönes Ziel. So für uns als kleinen Division Agent. Ja. Wir machen uns nochmal voll. Da ist die Generalversammlung. Der steht da nicht in der Heilungsrange, aber die müssen wir weg. Die nerven ganz schön. Die willst du aber nicht auf mich schmeißen, oder, mein Freundchen? Oh, ein bisschen zu hoch. Der hat gesessen. Nochmal. Nein, der nicht. Oh, so überlebst du? Ernsthaft? Jetzt aber. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. So, die Jungs da oben. Oh, das war ein krasser Damage. Sehr gut. Okay, das LMB ist immer noch im Gebäude. Sie müssen jetzt. Was müssen wir jetzt? Entschuldigen Sie die Störung, Captain. Agent, in diesem Raum befinden sich alle Daten, die das LMB über Manhattan hat. Suchen Sie ein Terminal und laden Sie alles runter. Dann wissen wir, was die wissen. Die ja. Hat recht. Tun Sie das. Das ist doch ein Wort. Terminal, der steht hier auch zufällig parat. Warnung. Feinde nähern sich. Von wo? Wahrscheinlich ja, muss ich gerade sagen. Die sind aber mal Ohren. So, und jetzt nehme ich mal hier Explosivgeschosse. Okay, die ist weg. Uiuiui, lass du mich mal in Ruhe. Jetzt haben wir die Explosivgeschosse auch erst drin. Schon wieder ein Reload. Und man sieht, jetzt sind die Explosivgeschosse dann dementsprechend am Start. Und die Explosivgeschosse, die sind schon ganz schön lustig. Hier sind eine Menge interessanter Daten. Sieht aus, als hätte das LMB jeden beobachtet. Hier ist was Seltsames. Ich lasse sofort von Rhodes analysieren. Der Widerstand der restlichen LMB-Truppen ist gebrochen. Also schließen Sie sich unseren Leuten im Hof an. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja. Im Hof anschließen. Das schaffen wir. Aber ich glaube, mittlerweile Hamas. Wir haben die UNO-Zentrale gesichert. Eine
Bliss entkommen ist. Ja, ja, das sehe ich auch so. Ist ein Vogel im Eiltempo nach Süden abgerauscht. Aha. Feindlich erhebt über dem Hof. Alles sofort in Deckung. So, wohin nu? Jetzt da kann man raus. Ist nicht dein Ernst. Holen Sie den arroganten Wichser vom Himmel. Der Heli hat die Kontrolle ausgeschaltet. Wenn Sie es mit dem Schiff schaffen, können Sie diese manuell aufrichten. Zeigen Sie es den Bastarden. Gleich kommt Verstärkung. Machen Sie weiter durch und bleiben Sie wachsam. Mir ist erstmal egal, jetzt machen wir erstmal den weg. Feinde nähern sich ihrer Position. Es wäre verdammt hilfreich, wenn sie diese Türme entdecken. Oh, 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 war der knapp, du. Den will ich wegmachen hier oben. Oh Gott, ich bin... Nein, 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 bitte nicht. So, Junge, heb mich auf. Fettes Merci. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Also ein Heli antreten habe ich, glaube ich, auch noch nie wirklich müssen. Wow. Ich würde gerne meine Explosivgeschosse nochmal zum Einsatz bringen. Aber jetzt ist wenigstens der Schild weg. Geschoss ready. Feinde nähern sich ihrer Position. Das ist doch alles nicht dein Ernst, du. Und die Aufgabe war eigentlich schon gefühlt vorbei. Das ist ja das Lustigste daran. Wir haben die Verstärkung. Bleiben Sie an ihm dran, Agent.
Explosivgeschosse, die sind schon richtig nice. Aber da passiert nichts mehr. Der ist down. Alter, was ein Kampf, ey. Ist das jetzt, war das jetzt echt der, ist das denn Ernst? So, alter, krass. Wie fühlt sich das an, Agent? Wir haben gerade den CEO der letzten organisierten Bedrohung für Manhattan getötet. Also es fühlt sich verdammt geil an. Hätte ich krass gut. Sie haben dem LMB das Rückgrat gebrochen. Niemand durchkämmt mehr die Gegend und zwangsverpflichtet Leute, nicht ohne Bliss. So, Endspiel, Level 30, da ist man dann Dark Zone, Tageseinsätze, Phoenix Credits. Aber ich will jetzt einfach nur looten. Und jetzt alles gelootet. Da vorne liegt noch irgendwas Blaues, habe ich glaube ich gerade gesehen. Wir machen hier eine Überlänge draus, aber wenn es bei der Folge nicht verdient ist, eine Überlänge zu machen, dann weiß ich es aber auch nicht. Da war doch noch was Blaues, laut Radar. Da ist doch noch was Grünes. Naja, egal. Wir rennen hier mal raus. Steht da dran, verlassen. Ich weiß ja nicht, warum jetzt hier unbedingt rauslaufen muss. Aber ich mach's jetzt einfach mal. So, jetzt bin ich zwar rausgelaufen, aber wirklich schlau bin ich nicht. Okay, wir verlassen die Gruppe. Jetzt wird geladen und jetzt wird es dann gleich nochmal in unsere Basis gehen. Da werde ich jetzt nochmal reingucken. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. So, und da, wie gesagt, jetzt einmal noch Richtung Operationsbasis. Warum ist da so ein rotes X? Mal schauen, ob da irgendwas passiert. Oder ich bin jetzt selber gerade ein bisschen überfragt. Irgendwie hatte ich jetzt so die Erwartungshaltung. Hier kommt es nochmal in die Basis, steht aber nicht da. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren Was zurück. Ist hier eigentlich? Sterbeort. Ja, alles klar. Ja, ich gehe da jetzt einfach mal rein und schau mal, ob die nochmal Hallo sagen. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders erwartet. So ein riesen Party. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Sie sagt was. Boah, jetzt schauen wir nochmal den Loot an. Da gibt es eine neue Jagdversion, eine Militär. Oh, das wird. Oh ja, ich sehe schon. Da habe ich. Die rüste ich dann gleich aus. Die Waffen haben wir gesehen hier. Da habe ich die, das passt. Bei der Rüstung deutlich mehr Schaden. Dafür bei Hitpoints, das muss ich immer ein bisschen abwägen. Da überlege ich auch noch, vielleicht habe ich noch eine Mod. Hier das Gegenteil, da deutlich mehr Hitpoints, dafür weniger Schaden. Ja, muss ich gucken. Vielleicht macht es mir hier ein bisschen leichter, aber auch das leider das gleiche Spiel. So viele Lebenspunkte will ich in der Regel nicht einbüßen. Man hat gerade gesehen, teilweise gab es echt Situationen, die wirklich knapp waren. Aber das ist. Oh, die sind ja eine definitive Schadensverbesserung, aber sowas von Holla die Waldfee. Und die würden ja brutale Lebenspunkte geben. Da könnt ihr ja schon fast auf Tank spielen. Ja, ich würde sagen, war eine
unglaublich krasse Folge und wer denkt schon, dass man ein Heli am Ende runterschießt. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis demnächst, euer Alcaramba.